Ich habe auch gestern geschaut und habe dann mich spontan hinterher an den PC gesetzt und habe was geschrieben. Und das wollte ich euch mal vorlesen. Warum ich mich nicht freuen kann, sondern eher den Tränen nahe bin. Ich gebe es zu, auch ich habe ab der 50. Minute Fußball geschaut. Aber eher, weil ich regelrecht vom PC geflüchtet bin. Die Nachrichten aus Gaza, Ukraine, Russland, sie waren unerträglich. Ich versuchte mir vorzustellen, wie eine friedliche Welt aussehen kann. Und schloss die Augen. Und ich sah nur Tod und Zerstörung. Da ließ ich mich vom TV berieseln und schaltete irgendwann aufs Spiel um. Okay, es hat in dem Moment seinen Zweck erfüllt und ich konnte mich wenigstens etwas ablenken. Das Tor war gut, doch wie sonst zu jubeln, hatte ich nur ein kleines Lächeln. Ich schaute mir noch die Pokalverleihung an und da waren sie wieder, meine Gedanken. Jubelt ruhig, genießt die Freude und feiert. Ich gönne es euch aus vollem Herzen. Nur warum habe ich den Eindruck, dass wir hier gigantisch von Größerem abgelenkt werden? Und warum denke ich, dass es für lange Zeit das letzte Ereignis ist, über das wir uns freuen können? Russland wurde von ukrainischen Booten angegriffen und ein Zivilist in Russland starb. Ich weiß nicht, wer geschossen hat. Ob es die ukrainische Armee war, die Russland provozieren möchte, oder ob es vielleicht die Separatisten waren, um russisches Eingreifen zu erzwingen. Aber auch in Gaza, Syrien, Irak sterben Menschen und die Welt schaut gebannt Fußball. Die Konflikte werden nur am Rand bemerkt. Die Fanmeile in Berlin war mit 250.000 Menschen übervoll. Und morgen wird sie es wieder sein. Doch zu den Mahnwachen kommen nur wenige. Doch was ist, wenn Russland auf die Angriffe auf sein Territorium reagiert? Dann wird die NATO eingreifen. Und wenn die NATO eingreift, fliegen Raketen aus dem US-besetzten Ramstein nach Russland. Wir haben über 250 US-amerikanische und englische Militärbasen in Deutschland. Wo wird also Russland dann Verteidigungsraketen hinschicken? Nach USA? Nach England? Nein. Sie werden dann diese Militärbasen in Deutschland angreifen. Wird dies ohne sogenannte Kollateralschäden abgehen? Die Kollateralschäden werden wir sein. Unsere Städte, unsere Familien, unsere Nachbarn. Wollt ihr das wirklich? Seht ihr das nicht? Bitte kommt alle auf die Mahnwachen. Die WM ist vorbei. Es ist unsere letzte Chance, noch etwas zu ändern. Lasst uns mit den Füßen abstimmen, dass wir diesen Wahnsinn nicht wollen. Denn die Kinder der weltweiten Oligarchen werden nicht sterben. Es werden wir und unsere Kinder sein. Ich schließe jetzt die Augen und stelle mir vor, wie die Straßen Deutschlands und der Welt voller Menschen sind. Sie reichen sich die Hand und jubeln, dass der Frieden auf der Welt wiederhergestellt wurde, dass sie nun in einem menschenwürdigen System der Nächstenliebe leben und dass unser aller Leben wieder lebenswert ist. Träumt bitte mit davon.